Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe mich mal wieder an den Skiort gewagt. Ihr seht, es ist etwas her, seitdem ich das letzte Mal hier war. Mir ist ein Bart gewachsen, die Haare sind etwas zerzaust. Wir haben eine Taschenlampe dabei, sind adrenalinbedürftig. Kalter Rückenschauer ist am Start und wir spielen gegen eine Jägerin. Das ist, naja, sagen wir unschön. Oh, sie kommt doch zu uns. Mal sehen, von wo. Ah, okay. Da war noch einer mit uns am Gen. Habe ich überhaupt nicht getrackt gehabt. Okay, sie legt's drauf an. Nein! Och, Menno. Das ist sehr unangenehm. Aber vielleicht. Vielleicht jagt sie nicht nur um die Steine herum, sondern geht auch wieder weg. Kein Überladen. Du kannst ja da noch ein bisschen hängen, oder? Ist okay für dich. Ja, ne, das war okay für dich. Da kommt sie schon wieder. Mach mal nicht, du. Finde ich schade. Die kommt her. Oh nee, sie hat tatsächlich einfach nur in den Gen getreten. Na gut. Finde ich jetzt aber auch nicht so gut. Machen wir uns mal klein. Okay, wenn sie tatsächlich wieder in die Richtung wegläuft, dann setzen wir uns doch wieder dran. Ich glaube, wir verbringen heute einfach den ganzen Tag hier am Gen. Sie kommt ja auch schon wieder. Mal über den Stein drüber loken. Mal gucken. Frühzeitig die Palette ziehen. Damit wir da nicht Gefahr laufen, von ihr wieder weggesnackt zu werden. Ja, mach nicht immer ha, Mensch. Steht dir nicht, Schatzi. Siehst du keine Kratzspuren? Was ist los mit dir? Ach, Ruine ist es auch noch. Wow. Oder ist das Nervenkitzel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, kein Ruin. Müsste Nervenkitzel der Jagd sein. Aber gut. Je öfter sie kommt, desto mehr können wir mit ihr hier spielen. Sag mal, da ist gerade einer aber geflogen, oder? Sah mir nicht nach einer Laufanimation aus. Aber gut. Wollen wir mal sehen, was wir da so tun können. Oh, er ist wieder voll geheilt, der liebe David. Das ist schön. Das ist schön. Warum sie sich hier aber so austricksen lässt, ich finde, ich spiele das nicht wirklich gut da. Muss man einfach mal sagen. Sie lässt sich da meiner Meinung nach wirklich sehr leicht austricksen. Ich habe keine Feder dabei. Wie heißt das? Leichtfüßig. Och nö. Jetzt lass mich den Gen bitte fertig machen. Na, da gehen wir doch mal hin. Zeigen uns wieder hilfsbereit, würde ich sagen. Wohin denn? Da hinten wäre noch ein Gen. Oh ja. Sogar mit Kellerabteil heute. Bin ich mal gespannt. Wo läufst du raus? Hat sie gesehen, ne? Hat sie nicht gesehen. Hat umgedreht. Dann gehen wir da auf jeden Fall mal hin, um zu helfen. Und wenn es nur ein Hit ist, den wir tanken.
Wow, die Animation habt ihr aber auch gesehen und dass das durchgetriggert hat. Sagen wir mal nichts zu, ne? Sagen wir mal nichts zu. Wir standen doch perfekt, quasi. Also meiner Meinung nach hätte das ein Safe sein müssen. Ich habe gerade echt kurz überlegen müssen. Aber meiner Meinung nach war das ein klarer Safe. Naja, gut, was soll ich sagen, Anna? Ihr chillt da unten im Keller, das ist okay. Ich vermute, David wird gejagt, sonst wäre sie hier geblieben. Oh, hoppala. Da war ich wieder zu sehr mit Quatschen beschäftigt. Da ist das Fenster. Oh Mensch, ich muss echt mehr aufpassen. Das fehlt diese Voice-Benachrichtigung, ne? Macht sich der Nervenkitzel der Jagd hier das Wiegenlied der Alten doch bemerkbar. Na, und da liefert einen großartigen. Sehr gut. Ich würde auch tatsächlich sagen, wir heben uns den Sprintburst mal auf. Ich weiß nicht, ob sie uns gesehen hat. Ich hoffe einfach mal nicht. Stand jetzt nicht. Ich bleibe aber mal in der Nähe. Na, vielleicht zeigen wir uns sogar mal. Ja. Ja, sie hat aber scheinbar keine Lust. Doch, kommt. Anna Banana. Anna. Anna, ich bin hier. Naja, gut, dann nicht. Dann gehen wir halt wieder zurück. Ah, hat das was von Tüftler? Weil sie den Jen gesehen hat? Oder hat sie Uneinigkeit, dass da zwei dran saßen? Das kann natürlich auch sein, dass da jetzt nochmal einer hingelaufen ist. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Da läuft sie. Was hast denn du für Geräusche gemacht, sag mal? Aber wir sind hier wieder alle schön zusammen unterwegs. Na dann, lassen wir es doch mal knallen. Komm, Anna. Schlupp. Geh weg, meine Palette. Plopp, Anna, hier. Sie will nicht. Sag mal, wie dilettantisch soll ich denn jetzt hier spielen, dass du jetzt herkommst? Da haben wir die Palette schon gezogen. Das ist okay. Wir haben noch eine Taschenlampe übrig. Sie geht an den Gen. Na, okay. Du willst sie auch nochmal auf uns aufmerksam machen. Finde ich eine schöne Idee. Ist nur die Frage, wo wir dann hinlaufen. Ja, da hätten wir nochmal blenden müssen. Haben wir versäumt? Komm, wir stalken mal wie Michael Myers. Ja, jetzt lauf halt weg. Ah, sind wir zu weit weg, schade. Ich möchte halt echt gerne wieder an diesen Gen. Einfach weil ich weiß, dass sie die ganze Zeit zwischen diesen Generatoren hin und her läuft. Und ich sag mal, wir haben ja hier auch unsere Mitspielerin dabei. Und hopp, ab durchs Fenster. Na komm, wir gehen mal an einen anderen Gen. Becky hat sich einen eingefangen. Einer fürs Team, ne? Sie tritt da dagegen. Wir laufen mal zu dem hier. Stellen uns so hin, dann sehen wir, glaube ich. Ja, wobei, ich glaube, so sehen wir noch ein bisschen besser. Jetzt spielt sie da drin um die Hütte. Kommt jetzt raus, kommt auch zu uns. Dann machen wir uns doch mal. Au, Mensch, das hätte wehtun können. Lass das mal. Ah, jetzt ist das Totem auch weg. Ich würde sogar fast darauf wetten, dass sie schon wieder weg ist. Ich meine, sie hat tatsächlich drei Generatoren, die sehr nah zusammenstehen.
Das heißt, wenn sie hier jetzt eine 3-Gen-Taktik fährt, was sie ja meiner Meinung nach ein Stück weit tut, ne, dann hat sie da ganz gute Chancen. Naja, lassen wir sie machen. Jawohl. Den haben wir gekauft. Ja, aber das kriegen wir hin. Nur bin ich recht zuversichtlich. Wir können zwar jetzt hier nicht irgendwie noch eine Palette ziehen, aber ja, sofern Becky da vorne, ich glaube, das ist Becky, sie da noch ein bisschen hinhalten kann. Aua! Das tut weh, Anna. Nein! Ach komm schon, irgendwann lerne ich das noch und kann einen 360. So, jetzt wird das Ganze doch nochmal interessant. Sehr schön! Und wir haben dann ein aufgeladenes Adrenalin. Finde ich auch nicht schlecht. Ich hoffe... Nee, das macht ihr jetzt nicht. Na kommt, Leute. Ihr könnt mich jetzt nicht hier hängen lassen. Das wollt ihr nicht tun. Das wollt ihr nicht tun. Kommt. Das kann nicht sein, ne? Du kämpfst jetzt nicht hier. Und ich muss mir das antun, wa? Leute, kommt schon. Das könnt ihr mir nicht antun. Kommt schon. Das könnt ihr mir nicht antun. Ja, ja, dass du mich nicht magst, das habe ich schon verstanden. Ja, jetzt müsst ihr mal ranmachen, Freunde. Kommt. Ja, nicht nur einer alleine, das wird sonst nichts. Ihr müsst schon zu dritt kommen. Freunde, bitte. Ich möchte jetzt noch überleben. Oh oh. Ihr sollt nicht den Ausgang preppen, ihr sollt hierher kommen und mir helfen. Du gehst jetzt... Sie hat echt so viel Angst da hinten, die, dass sie jetzt den Ausgang aufmacht und abhaut, ne? Und ich meine, sie könnten mir helfen, das wäre nicht das Problem. Zu zweit herlaufen, Hits tanken, alles kein Problem. Boah, und dann wirst du noch gebodyblockt. Das ist schwach. So. Okay, sind wir jetzt der David verkauft? Ja, wir haben nämlich keine Taschenlampe mehr. Dann sind wir wohl der David verkauft. Komm, lass dir doch helfen. Wir können doch sonst eh nichts reißen. Ich bin voll dabei zu helfen, kein Ding. Aber nicht gegen Camping Anna. Okay. Ihr habt keine Lust. Dann verkaufe ich euch. Du musst halt mal mitkommen und helfen, Mensch. Los. Anna ist doch nicht so stark. Anna. Komm schon. Das willst du doch gar nicht. Och man. Ärgerlich. Mensch, sie campt halt auch nur rum, ey. Dann sind wir raus. Tut mir leid. Wo sind denn die anderen? Heilen die sich irgendwo? Ja, sie campt halt nur durch, ne? So, jetzt musst du aber kommen, Mensch.
Boah, da kriege ich dich nicht mehr raus. Es tut mir leid. Da kriege ich dich nicht mehr raus. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. Oh.